Herzlich willkommen bei Dirk's Home Photography. Nächster Tag, 11 Uhr, um 12 müssen wir draußen sein. Wir nutzen die Zeit und machen noch mal ein paar Bilder. Ich habe die Canon 5D hier, die alte, mit dem 50mm 1.8 Objektiv. Und was wir ganz schön haben ist, das ist auch sehr schön, wir haben jetzt das Licht hier aus diesem großen Fenster. Hier ist alles dunkel und eigentlich, das ist alles belichtet. Ich kann auch einmal so fotografieren, sehr schön. So, und das ist alles dunkel und da können wir schön mit Kontrasten spielen, mit Licht und Schatten. Anna kann einfach so sitzen bleiben, ich gehe mal ein bisschen aus dem Bild. Da ich das 50mm Objektiv habe, muss ich ein bisschen Abstand nehmen, um sie komplett drauf zu kriegen oder fast komplett. Sehr schön. Genau, das Schöne ist, der Blick ist jetzt nicht in die Kamera, sondern ein bisschen aus dem Fenster, weil da die Lichtquelle ist. Und das ist immer schön, wenn der Blick Richtung Lichtquelle geht. Ich gehe jetzt mal auf ISO 1600. Ich habe keine Ahnung, ob die 5D das handeln kann. Aber wir machen einfach mal. Sehr schön. Ja, sehr schön. War jetzt. Bitte? Ja, genau, sehr schön. Ich muss schauen, dass die Heizung im Hintergrund nicht zu sehr im Bild ist. Das ist auch sehr schön. Ich mache einmal das Licht an, um zu schauen, wie sich das jetzt ändert. Gehe nochmal ein Stückchen zurück. Mach mal ein bisschen aus dem Fenster. Ah ja, so ist das. Ja, genau so. Wir können ja mal die andere Kamera nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal die 6D mit dem 35 1.4 drauf. So, anmachen. Was haben wir hier? Gehen wir mal auf ISO 800, F1.6, Belichtungszeit vielleicht 160. Ich fange auch einfach mal so nah an. Ja, weißer Bleich ist nicht richtig. Machen wir den mal eben. Gehen wir auf Automatik. Ich gehe nochmal ein Stück weiter zurück. Die 6D, ich kann auf dem Display natürlich viel besser sehen, ob es scharf ist oder nicht. Du musst es ja sagen, ich. Du kannst dich noch ein bisschen Richtung Fenster lehnen. Lehnen? Ja. So ein bisschen mit deinem Oberkörper noch. Ja, genau. Ja, so. Das ist schön. Wir haben diese Heizung im Hintergrund, das ist nicht ganz so schön. Ich kann ja auch mal von hier Bilder machen. Ich die Beine anders. Wobei, jetzt haben wir den Hintergrund natürlich ziemlich chaotisch. Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal... Kannst du dich hier draußen hinsetzen? Ich weiß nicht, ob das mit dem Kleid geht. Wir nehmen das einfach mal weg. Wir nehmen den Tisch auch mal eben weg. Können wir mal eben hier reinnehmen. Fotografie bedeutet auch immer Improvisation. Das heißt, gucken jetzt einmal hier. Können wir so einmal scharf stellen. Okay, ich lege das mal hier hin. Vielleicht sogar den hier. Ja. Schau einmal, dass man dich sieht. So. Das Licht kommt von da. So. Okay. Schau, dass ich keine Ohrringe habe. Nicht so richtig. Ist gut. Wir nehmen beide Kameras. Ich fange mal mit der 6D an. Da ist das 35mm drauf. Ist ein bisschen weitmundiger. ISO 320. Ja, so ist es nicht schön. Bisschen F1.8. Ich kriege Anna sogar jetzt komplett drauf. Von oben bis unten. Schau noch ein bisschen aus dem. Ja, genau, so ein bisschen aus dem Fenster. Also vom Balkon.
Ja. Zum Beispiel. Oder du drehst deinen Körper ein bisschen Richtung Zimmer und das Gesicht nach da. Gesicht ist schön, wenn es Richtung, ja, in die Richtung, genau so. Ist das? Du kannst es auch einfach locker lassen. Vielleicht ein bisschen Bein, genau so. So ist eigentlich ganz schön. Oh ja, so ist auch so. Oh ja, genau so. Ich wechsle mal das Objektiv, die Kamera. Wir nehmen einfach jetzt die 5D, 50 mm 1.8. Hiermit kriege ich mehr deinen Oberkörper drauf. Gehen wir mal ISO 400. Man kann eigentlich. Achso, jetzt haben wir hier einen Timer drin. Schauen wir mal, was macht der Timer da? So. Oh ja, schau zu mir. Schau nochmal so. Ja, genau so. Wie ist die Körperhaltung? Ist gut. Ich habe aber jetzt hauptsächlich deinen Oberkörper drauf. Schade. Dann nehme ich nochmal die andere. So. Genau, Kopf ein bisschen über dem Balkon. Ich mache mal jetzt Abblenden auf 3.2. Mal schauen. Kann ich das? Ja, kann man gleich. Jetzt haben wir hier die Canon 5D mit dem 50 1.8, die Bilder, die wir gerade drin gemacht haben. Wir sehen, das Licht vom Fenster kommt rein. Du kannst ein bisschen ein Bild nach rechts. Noch eins. Hier auch ganz schön das Licht, vielleicht noch ein bisschen so, oh ja. Noch ein weiter rechts, noch ein. Und hier sehen wir zum Beispiel ganz schön Schatten auf der einen Seite im Hinterkopf und das Licht im Gesicht. Und das ist alles direkt aus der Kamera, ohne irgendwelche Nachbearbeitungen, einfach rucki zucki. Und wir machen jetzt noch ein paar Bilder hier draußen. Ist auch ganz schönes Licht und schau mal, was wir so zusammenkriegen. Wie ist der Autofokus hier? So. Perfekt.